Gut, also wir brauchen einen Gurt. Zwei Blöcke ist auch immer ganz günstig, wenn ihr die bei der Hand habt. Decke sowieso. Alright, gut. Ja, es wäre dann schön, wenn jetzt schön langsam alle ihren Platz finden, damit wir starten können. Gut. Wir haben jetzt uns im Februar mit der Wirbelsäule auseinandergesetzt. Das heißt, wir haben alle Details abschnittweise uns angeschaut mit Beugung, Streckung, Seitneige, Rotation. Wir haben uns die Twists angeschaut und ein Schwerpunkt fehlt uns noch, wenn es um die Wirbelsäule geht, und das sind die Rückbeugen. Und wir werden heute eine sanfte Rückbeugenklasse machen. Die Peak-Pose ist ein bisschen herausfordernd, aber deswegen heißt es hier Peak-Pose. Das ist quasi unser Höhepunkt vom heutigen Tag. Und ihr schaut einfach, wie weit oder wie tief ihr hineingehen könnt oder möchtet. Die Haltungen, die wir davor machen, haben alle einen Sinn. Das ist eben diese Vorbereitung für diese Peak-Pose. Daher möchte ich euch einladen, euch wirklich auf die jeweilige Position einzulassen. Auch wenn sie euch vielleicht nicht so angenehm ist, das ist ja das, was wir auch auf der Matte üben, wenn wir Yoga praktizieren, ist teilweise uns in Situationen zu bringen, die uns vielleicht widerstreben, und dann einfach zu schauen, wie ist unsere innere Haltung dabei. Und in der Hoffnung, das dann in die Praxis, in den Alltag übertragen zu können und da die Ruhe zu bewahren. Gut, dann schließt bitte gerne die Augen. Wenn ihr mögt, auch nochmal seufzend ausatmen. Dann lasst das Becken ganz bewusst in die Unterlage hineinsinken. Und aus dem Halt des Beckens heraus verlängert die Wirbelsäule sanft nach oben. Und gebt diesem Prozess Zeit und Raum. Kein kraftvolles Hin- und Herschieben, sondern mehr die Möglichkeit geben, die den Raum eröffnen für Entfaltung. Spürt das Gewicht eurer Hände, eurer Schultern. Und allmählich beginnt diesen Raum zwischen Kopf und Becken mit Atem zu füllen. Spürt das Weiten und wieder das Zurücksinken in die eigene Mitte. Und betrachtet dieses Atmen weniger als diesen physikalischen Vorgang, Luft hineinzupumpen und hinauszudrücken, sondern betrachte das mehr als diesen Tanz oder dieses Erforschen der inneren Räume. Diese unglaubliche Weite, die in einem besteht. Und dieses Zurück hineinentspannen in die eigene Mitte. Dieses kleine Universum, das in uns existiert. Löst bitte die Hände und schließt sie vor dem Herzen. Meine Intention für die heutige Stunde ist dieses sich einlassen auf Situationen, auf Haltungen, die eventuell etwas unangenehm oder herausfordernd sind, die Ruhe zu bewahren, weiterhin zu atmen und ganz ohne Wertung in diese Situationen hinein und wieder hinauszugehen. Bringt den Kopf in eine kleine Verneigung, wie ein kleines Nicken, eine Bestätigung, eine Bekräftigung eurer Intention, die gerne anders lauten kann. Und einatmend hebt den Kopf, öffnet die Augen und lasst uns im Vierfüßler beginnen, wie immer. Hände unter die Schultern, Knie unter die Hüftgelenke und dann ganz gemütlich. Ein, zwei, drei Runden räkelndes Cat-Cow, so wie es euch jetzt vorkommt, dass es angebracht ist oder was euch der Körper jetzt gerade noch so wünscht.
Und dann treffen wir uns alle im Kuhrücken, also in der Extension der Wirbelsäule. Wir beginnen mit dem segmentalen Bewegen. Das heißt, ihr rollt über die Steißbeinspitze ein, zieht die fünf Lendenwirbel eine nach dem anderen in die Flexion. Dann die Brustwirbelsäule, weiter in die Halswirbelsäule, ganz zum Schluss Kinn Richtung Hals. Und hier ganz bewusst nochmal die Kopfkrone etwas sinken lassen. Und aus dieser Position in die Extension. Steißbeinspitze nach oben, Kreuzbeinbasis sinkt. Die fünf Lendenwirbel, die untere BWS, die mittlere BWS, da wo es so ein bisschen schwierig ist, die obere BWS. Den Nacken anheben, anheben, Hinterkopf zurück. Wir beginnen vom Kopf her, Kinn Richtung Hals, Flexion in den oberen Kopfgelenken, weiter in die Halswirbelsäule, gefühlt Kinn Richtung Brustbein und dann die BWS entfalten. Obere BWS, mittlere, untere, dann in die Lendenwirbelsäule, zum Schluss Steißbeinspitze sanft nach vorne. Auch hier ist es mehr das Gefühl, Raum zu schaffen. Und dann wieder auflösen über den Kopf, Hinterkopf anheben, in die Extension, obere BWS in die Extension bringen. Mittlere, untere, jetzt erst die Lendenwirbelsäule, ganz zum Schluss die Steißbeinspitze nach oben. Letzter Durchgang, von unten beginnend, Steißbeinspitze einrollen, einen Wirbel nach dem anderen, so gut es geht, auch in der Aufmerksamkeit, als würden wir die Wirbel begleiten, wie die Tasten von einem Klavier. Eine Taste nach der anderen. Und dann zum Schluss Flexion, HWS, Flexion in den Kopfgelenken. Letzte Runde, Extension beginnend vom Steißbein her. Kreuzbeinbasis sinkt. Die fünf Lendenwirbel, die 12 Brustwirbel. Eine nach dem anderen, so gut es geht. Dann den Nacken anheben, anheben, anheben. Zum Schluss den Hinterkopf nach hinten zurück. Nochmal ganz bewusst. Brustbein zwischen den Oberarmen nach vorne schieben und dann das Gesäß nach hinten zurückgleiten lassen. Jawohl. Hände stützen vor den Knien. Wir gehen in die Rotation. Linke Hand stützt, rechte Hand hinter den Kopf. Dann aufdrehen Richtung Decke. Und ihr erinnert euch, ihr versucht nicht in eine Seitneige auszuweichen. Wieder zurück Richtung Ellbogenfalte. Im eigenen Rhythmus gerne 3-4 Mal. Und gar nicht so sehr in diese maximale Rotation hineinfinden, sondern mehr in die Seiten des Körpers da hineintunen mit dem inneren Auge und darauf achten, dass diese Seiten gleich lang bleiben. Wir tendieren sehr stark hier in die Seitneige auszuweichen. Und ein letztes Mal noch. Jawohl, sehr schön. Gut, die Seite wechseln. Und auch hier wieder die Seiten des Körpers bleiben gleich lang. Und dann vielleicht auch noch drauf schauen, weicht ihr in ein Kreuzpol aus. Das ist auch so eine beliebte Kompensationsstrategie, statt in die Rotation, in die Extension, Kompression zu gehen. Was in unseren Rücken auf Dauer natürlich nicht sehr happy macht. Okay. Ein letztes Mal noch. Wunderbar. Gut. Dann lass uns bitte zurückgehen in den Vierfüßlern. Wir machen heute das Nadelöhr für die Schultern. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ihr stützt mit eurer rechten Hand. Schiebt den linken Arm unter eurer Schulter durch, legt, wenn es geht, die Schulter ab und auch den Kopf, wenn es auch jetzt noch zu tief ist, dann gerne am Block unter die Stirn nehmen. Und jetzt hätte ich gern, dass ihr eure rechte Hand, das ist die, die stützt, zum Kopfende der Matte ausstreckt. Ganz genau. Und dann eure rechte Leiste ans Fußende der Matte schiebt. Ja, wunderbar, das, was ich sehe, gefällt mir sehr gut. So dass ihr in die rechte Körperhälfte viel Länge hineinbekommt. Mhm. Evelyn, probier mal, dass die HWS nicht so sehr einrollst, dass du den Kopf lieber in Verlängerung der Wirbelsäule lässt. Ja, genau.
und dafür den oberen Arm noch mehr strecken. Yes, genau. Und dann atmet in den Brustkorb. Und alle die, die den Bauch so durchhängen lassen, Bauchnabel etwas Richtung Wirbelsäule, sodass die Luft nicht in den Bauch hineingeht, sondern mehr in euren Brustkorb, sodass ihr mit jedem Atemzug weiter in euren Brustkorb bekommt, anstatt weiter in die Bauchhöhle. Das hat schon ihre Berechtigung, aber nicht im Moment. Also da, wo es jetzt ein bisschen eng ist durch diese Rotation, dahin hätte ich gern, dass ihr atmet. Zieht die rechte Hand zurück, stützt, drückt euch hoch und wir wechseln die Seite. Ihr fädelt den rechten Arm unter der linken Schulter durch und dann liegt der Kopf eher so ein bisschen seitlich, streckt euren linken Arm Richtung Kopfende und dann merkt ihr, wie der Po oder das Becken gern so ein bisschen zur Seite ausschwenken würde. Hier also wieder die linke Leiste oder den linken Sitzbeinhöcker ans Fußende der Matte ziehen, sodass ihr diese angenehme Länge in der linken Körperseite spürt. Das ist unterschiedlich von Körper zu Körper, wo ihr das mehr spürt. Es kann sein in der Achsel, das kann sein mehr im Brustkorb, es kann mehr sein im Becken, im Arm. Man versucht hier den Fokus auf die Länge der linken Körperseite zu bekommen. Ihr könnt auch den gestreckten rechten Arm, das ist der, der durchgefädelt ist, leicht in die Matte hineindrücken. Das verhindert, dass man zu sehr in dieser rechten Schulter drinnen hängt. Ein bisschen die Organe heranholen an die Wirbelsäule und den Atem vor allem in den Brustkorb hineinschicken. Ihr könnt euch vorstellen, ihr atmet an die Rückseite des Brustkorbs oder zu den Schlüsselbeinen oder zu den Schulterblättern, sodass der Fokus mehr in der oberen Körperhälfte ist und nicht so sehr Richtung Bauchraum. Dann zieht bitte wieder die linke Hand zum Kopf, stützt hoch in euren Vierfüßler, schiebt nach hinten zurück, Adho Mukha Virasana, macht nochmal beide Seiten gleich lang. So gute Chance, hier Asymmetrien nochmal also auszugleichen. Verankert die Hände im Boden, einatmend zieht euch in den Vierfüßler und ausatmend schiebt euch zurück in den herabschauenden Hund. Gerne jetzt im Wechsel die Beine bewegen mit dem Ziel, die Rückseite der Beine zu verlängern. Sitzbeinhöcker ziehen nach oben, Fersen ziehen nach unten, Länge in der Wirbelsäule halten. Dann lasst uns nochmal zum Boden zurückfließen, mit dem Einatmen die Knie zum Boden, mit dem Ausatmen das Gesäß nach hinten. Nochmal einatmend in den Vierfüßler. Und ausatmend nochmal nach hinten zurück. Adho Mukha Svanasana. Tief ein, lang aus. Dann nimmt die Füße etwas enger und streckt jetzt das rechte Bein weit nach oben. So gut es jetzt halt geht in der Früh und auch hier wieder der Fokus auf Raum, Länge schaffen. Das heißt, schiebt euer angehobenes Bein noch höher Richtung Decke und noch weiter zur Wand hinter euch. Zieht die Matte quasi unter euch nach vorne weg, um hier ganz, ganz viel Länge in die Seiten des Körpers zu bringen. Beugt das rechte Knie, zieht es unter die Brust und setzt den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Gerne, wem es in der Früh zu tief ist, Blöcke nehmen. Hier nochmal gut auf die Ausrichtung Acht geben. Spurbreite halten, Wirbelsäule strecken. Mit dem Einatmen zieht die Füße und die Beininnenseiten zueinander. Mit dem Ausatmen verlängert die Beine, verlängert die Wirbelsäule. Wunderbar. Von hier wurzelt in beide Füße und mit der nächsten Einatmung richtet euch auf zum Stehen für diese Variante von Vira 1. Gerne in der Früh noch das hintere Knie ein bisschen mehr gebeugt lassen, sodass das Becken sich gut aufrichten kann. Mit dem Einatmen zieht beide Arme weit nach oben. Und jetzt, als wären die Hände im Raum wie befestigt, lasst das Becken ein bisschen tiefer sinken. Dadurch beugen wir das vordere Knie etwas mehr und bringen nochmal Länge in beide Körperseiten. Schließt die Handflächen.
Beugt die Ellbogen und bringt die Handgelenke hinter den Kopf. Jetzt drückt mit eurem Hinterkopf sanft, bitte nicht wie wild, etwas nach hinten, so dass euer Brustbein etwas nach vorne oben kommt. Ihr hättet gern, dass die Seiten des Körpers weiterhin lang sind, aber dass ihr mit dem Hinterkopf etwas nach hinten drückt, ohne dass es irgendwie unangenehm wird im Nacken. Wir erinnern uns an die Intention, auch wenn es ein bisschen schräg wird oder ungewohnt. Wir bleiben ruhig, wir atmen. Okay, gut. Von hier streckt wieder die Arme, löst die Hände, man kommt in diese schiefe Ebene. Das heißt, es ist wie so ein Skispringer, wo der Oberkörper so etwas nach vorne geht. Arme sind neben dem Körper. Und hier wirklich streckt nochmal die Seiten des Körpers. So als könnte die wie so ein Teleskopstab die Wirbelsäule auseinanderschieben. Kopfkrone zieht zur Wand vor euch. Und die Fingerspitzen ziehen zur Wand hinter euch. Bringt die Hände zum Boden. Setzt den rechten Fuß nach hinten zurück in die Plank, in das Brett. Jawohl, auch hier nochmal Arme, also die Unterarminnenseiten und die Beininnenseiten zueinander ziehen. Mit dem Ausatmen aus dem Becken heraus die ganze Wirbelsäule, den ganzen Körper verlängern. Bringt die Knie zum Boden, bringt das Brustbein zum Boden, legt ab, zieht die Beine lang. Verankert die Fußrücken und das Schambein im Boden. Und jetzt, so wie wir es schon gelernt haben in diesem Monat, die Wirbelsäule anheben. Ne? Weniger mit den Händen schieben wie wild, sondern die Rückenstrecker verwenden. Sehr gut. Schiebt euch zurück in den herabschauenden Hund. Gerne hier ein bisschen beugen und strecken. Und findet in eine ruhige Variante des herabschauenden Hundes. In der nächsten Einatmung streckt euer linkes Bein hoch. Auch hier bleiben wir 2, 3 Atemzüge und schafft Raum. Erweckt dieses Potenzial, das in euch steckt, das aber gern so ein bisschen komprimiert und versteckt ist. Und jetzt geht es wirklich darum, Raum, Weite zu schaffen, um dieses Potenzial ans Tageslicht zu locken. Beugt das Knie, zieht es unter die Brust und setzt den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände in den Ausfallschritt. Auch hier mit der Einatmung zieht die Füße und die Beininnenseiten zueinander, gibt dem Becken dadurch Halt und Ausrichtung. Mit dem Ausatmen verlängert die Wirbelsäule, schiebt das Knie nach vorne und die Ferse nach hinten. Es gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen Schliff, noch eine präzisere Ausrichtung. Wurzelt die Füße, bereitet euch innerlich darauf vor, schiebt in beide Füße, richtet den Oberkörper auf. Auch hier wieder, Aufrichtung des Beckens ist mir wichtiger als die Streckung des hinteren Knies. Zieht die Arme über die Seiten hoch und wirklich bringt diese Länge in die Seiten. Ihr könnt auch mal so richtig hoch rekeln. Und dann schließt die Handflächen, bringt die Handgelenke hinter den Kopf. Und jetzt in dem Moment, wo ihr beginnt, nach hinten zu schieben, spürt, wie euer Brustbein etwas nach oben geht und verlängert nach wie vor die Seiten eures Körpers. Wir stellen uns wieder vor, die Arme und der Kopf werden wie im Raum befestigt und ihr lasst das Becken ein bisschen tiefer sinken. Sonst könnten wir uns wieder wie so ein Teleskopstab auseinanderziehen. Nochmal ein bisschen nach hinten. Und die Augen schauen tendenziell Richtung Decke, weil wir gehen ja Richtung Rückbeuge. Dann die Hände lösen, Arme nehmen den Körper in diese schiefe Ebene oder in dieses schräge Brett. Nochmal die Seiten schön lang machen, Kopfkrone schiebt nach vorne, Fingerspitzen schieben zum Fußende der Matte. Die Hände zum Boden bringen, linker Fuß zurück in die Plank. Ins Brett. Jawohl. Mit dem Einatmen ziehen die Unterarme und die Beininnenseiten zueinander. Mit dem Ausatmen verlängert nochmal über die Kopfkrone und über die Fersen. Bringt die Knie zum Boden. Bringt den Oberkörper zum Boden. Streckt die Füße lang.
verankert, Schambein und die Mitten der Oberschenkel. Und wirklich jetzt wieder vom Kopf beginnen, so als hättet ihr wieder eure Handgelenke hinter eurem Kopf. Hebt den Kopf an, schiebt ihn etwas zurück und dann hebt das Brustbein hoch und spürt eure Rückenstrecke. Weniger euer Trizeps, die Rückenstrecke. Dann 10 Beine aufstellen, nach hinten zurückschieben in den herabschauenden Hund. Ich komme gleich wieder zu euch. Ich kippe nur kurz das Fenster, wenn es okay ist, Didi. Puh. Luft. So, das ist unser Flow, den wir jetzt auf den Atem synchronisieren. Gut. Mit eurer nächsten Einatmung hebt das rechte Bein hoch. Ausatmend setzt den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Einatmend wurzelt die Füße, richtet den Oberkörper auf, zieht die Arme über die Seiten hoch. Schließt die Hände. Ausatmend bringt die Handgelenke hinter euren Kopf. Einatmend schiebt in eure Handgelenke, hebt das Brustbein hoch. Wir bleiben hier für einen extra Atemzyklus. Mit der nächsten Ausatmung löst die Hände, bringt die Arme neben den Körper in diese schiefe Ebene, richtet euch nochmal richtig schön aus. Einatmend, setzt die Hände zum Boden, streckt nach hinten ins Brett, in die Plank. Ausatmend, kommt in die Bauchlage auf eure Art und Weise. Streckt die Füße, verankert das Schambein. Einatmend, holt hoch in die Kobra. Ausatmend, zurück in den herabschauenden Hund. Tief ein, langs. Einatmend, hebt euer linkes Bein hoch Richtung Decke, schafft Raum, Platz für Neues. Einatmend, ausatmend, pardon, setzt den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände, wurzelt die Füße. Einatmen, schiebt in die Füße, richtet euch auf, zieht die Arme über die Seiten hoch zum Kopf. Ausatmen, schließt die Hände, bringt die Handgelenke hinter den Kopf. Einatmen, schiebt sanft nach hinten, hebt das Brustbein, weitet den Herzraum. Wir bleiben hier für einen Atemzyklus. Ausatmen, löst die Hände, bringt die Arme neben den Körper in diese Skispringerposition. Einatmen, die Hände zum Boden setzen, linkes Bein nach hinten in die Plank. Ausatmen, auf eure Art und Weise in die Bauchlage, Füße lang. Und wieder beide Kobra über den Kopf mit der Einatmung hochrollen, Extension BWS. Ausatmen, nach hinten zurück, herabschauender Hund. Tief ein, lang aus. Zweiter Durchgang. Einatmen, rechtes Bein hoch. Aus, rechter Fuß nach vorne zwischen die Hände. Wurzelt die Füße. Einatmen, richtet euch auf, zieht die Arme weit nach oben. Ausatmen, schließt die Hände, bringt sie hinter den Kopf. Einatmen, schiebt in eure Hände, hebt das Brustbein hoch. Wir bleiben kurz hier. Ausatmend löst die Hände, neigt den Oberkörper in diese schiefe Ebene. Einatmend setzt die Hände zum Boden, nach hinten in die Plank. Ausatmend in die Bauchlage. Einatmend hochrollen in die Kobra. Ausatmend herabschauender Hund. Tief ein, lang aus. Letztes Mal. Ein linkes Bein hoch, Raum schaffen. Aus, linker Fuß nach vorne, zwischen die Hände. Wurzelt die Füße, einatmend, drückt euch hoch, zieht die Arme über den Kopf weit nach oben. Ausatmend, Hände schließen, Handgelenke hinter den Kopf. Einatmend, schiebt den Kopf nach hinten, hebt das Brustbein. Wir bleiben wieder hier für einen zusätzlichen Atemzyklus. Ausatmend, löst die Hände, neigt den Oberkörper nach vorne. Einatmend, die Hände zum Boden, Fuß nach hinten zurück in die Plank. Ausatmend, zum Boden fließen.
Beine lang. Einatmend, Brustbein anheben. Ausatmend, zurückschieben. Herabschauender Hund. Guten Morgen. Wir sollten jetzt alle munter sein. Also ich bin es einmal. Beugt die Knie, hebt den Kopf. In kleinen Schritten lauft nach vorne zu den Händen für Uttanasana. Kopfkrone entspannt nach unten sinken lassen. Einatmend, starke Beine, starker Rücken, hebt den Brustkorb hoch für Ardha Uttanasana. Ausatmen, volles Uttanasana. Einatmen, schiebt hoch in die Füße, Urdhva Hastasana. Ausatmen, Hände vors Herz, Namaskar. Noch zwei so halbe Sonnengrüße. Ein, über die Seite hoch. Aus, tiefe Neigen, fließen. Ein, halbe Vorbeuge. Aus, volle Vorbeuge. Ein, aufrichten. Aus, Hände fürs Herz. Es beruhigt sich der Herzschlag und die Aufregung. Letztes Mal ein, über die Seite hoch. Aus, tiefe Neigen, Uttanasana. Starke Beine, weites Herz, Ardha Uttanasana. Aus, hinabfließen, tiefer neigen, Uttanasana. Einatmen, aufrichten zum Stehen. Aus, die Hände fürs Herz, Namaskar. Dann, wenn ihr mögt, gerne die Augen schließen oder den Blick ganz weich werden lassen, sodass Körper und Geist sich nochmal wie aufeinander einstimmen können. Hier jetzt im Stehen, ganz in Ruhe, in dieser Berghaltung. Tadasana, ganz bewusst den Kontakt unter den Füßen spürend. Scheitelpunkt des Kopfes nach oben hin verlängern. Wieder weniger dieser Kraftakt, sondern mehr dieses Raum schaffen. Platz schaffen für Entwicklung, für das Potenzial, für Evolution. Und hier nochmal den Atem weniger als diesen physischen Akt des Luft-Hineinsaugens und Rauspressens, sondern mehr dieses Erforschen der Weite in uns und das Zurückentspannen in die eigene Mitte. Und ihr merkt, wie schnell dann das Nervensystem sich beruhigt, der Herzschlag sich beruhigt und wir uns innerlich wappnen können für unseren zweiten Flow. Von hier. Öffnet die Augen. Und jetzt hätte ich gern, dass ihr euren rechten Fuß nach hinten zurücksetzt in einen kurzen Schritt, so dass beide Beine annähernd gestreckt sind. Und zwar ganz wichtig ist, das vordere Knie nicht nach hinten durchklacken lassen, sondern es bleibt aktiv und auch dieses hintere Bein nicht nach hinten durchschlagen lassen, sondern ihr schiebt beide Füße in den Boden hinein. Auch hier machen wir das nochmal mit dem Einatmen. Ihr zieht die Füße und die Beininnenseiten zueinander und spürt, wie hier die Kraft hochgeht ins Becken. Und ich hätte gern, dass ihr etwas von dieser Kraft hier haltet, mit dem Ausatmen dann aus dem Becken heraus diese Wirbelsäule wieder verlängert. Die Idee ist, auch hier wieder nach oben zu gehen. Dazu nehmen wir die Arme nach oben, schließen die Handflächen und bringen wieder die Handgelenke hinter den Kopf. Das heißt, auch hier mit dem Einatmen zieht die Füße und die Beininnenseiten zueinander, spürt, wie das Becken sich ausrichtet, haltet diese Ausrichtung. Wenn ihr jetzt mit dem Ausatmen die Wirbelsäule verlängert, den Hinterkopf sanft nach hinten zurückbringt und wirklich mehr Fokus auf dieses Längen und Weiten anstatt dieses Knicken nach hinten bringt. Ganz aktive Beine, kein Hängen in den Beinen, kein Hängen im unteren Rücken. Zieht den Bauchnabel ganz sanft Richtung Wirbelsäule. Und wieder atmet in euren Brustkorb. Und auch wenn es sich eng anfühlt oder ungewohnt oder vielleicht sogar ein bisschen unangenehm, versucht euch mit der Situation anzufreunden, sie anzunehmen, wie sie ist, und atmet. Auch hier wieder
Nicht so sehr dieses physische Atmen, dieses mit Kraft irgendwo hin drücken oder weiten, sondern mehr dieses spielerische Erforschen. Wo ist denn dieses Universum hin verschwunden, jetzt wo es endet? Es ist immer noch da. Gut. Dann löst die Hände und jetzt gut aufpassen. Wir gehen sofort in Vira 3. Das heißt, ihr verlagert das Gewicht auf euer Standbein und hebt das hintere Bein hoch. Und auch hier nochmal, verlängert aus dem Becken heraus eure Wirbelsäule, verlängert aus dem Becken heraus die Seiten des Körpers. Ihr entscheidet selbst, wie sehr ihr in die Waagrechte geht oder lieber etwas aufrechter bleibt, das spielt keine Rolle. Beugt es euer Standbein, Knie und setzt den hinteren Fuß so gut es geht weit nach hinten hin ab, so dass ihr einen ordentlichen Ausfallschritt habt. Hebt die Arme hoch, für dieses Vira 1 hatten wir schon. Und jetzt dreht die hintere Ferse, bringt den Fuß zum Boden. Wir kommen in Vira 2. Ich muss meinen Schritt ein bisschen anpassen, ich war ein bisschen zögerlich. Ihr habt auch die Möglichkeit, immer wieder euch neu zu adjustieren. Und ganz bewusst, bitte drückt euer linkes Knie nach außen. Ich sehe hier alle im Studio und das Knie viel zu weit drinnen. Was ich so am Bildschirm sehe, ist die Barbara und das schaut gut aus. Okay, also, Knie nach außen, das braucht man ganz dringend für unsere Peak-Pose, ja? Also diese Abduktion-Außenrotation. Das Halten, also das vordere Knie halten, wenn wir jetzt nach hinten zurückgehen in unseren Reverse Warrior. Und dann verändert sich ja wieder ein bisschen die Perspektive mit dieser Seitneige. Und man vergisst so ein bisschen aufs Knie, das schnackelt vielleicht wieder nach innen, Knie nach außen. Und auch hier diese kraftvollen Beine. Das soll kein Hängen in der Wirbelsäule sein, sondern die Füße und die Beine sind aktiv. Und wir verlängern hier die Seiten des Körpers. Wunderbar. Zurück Richtung Mitte und wir verändern unsere Position in eine Kretschposition. Genau. Das heißt, ihr dreht euch zum langen Mattenrand. Es gibt nur einen Weg, der leicht zu machen ist. Wunderbar. Lasst gerne die Fußspitzen leicht nach außen gedreht. Also nicht dieses klassische Prasarita Padottanasana, sondern die Fußspitzen leicht nach außen gedreht. Bringt die Hände vors Herz. Und auch hier hätte ich gern weniger Kreuzhohl, mehr Posterior Tilt vom Becken. Andreas, ist die andere Richtung. Du machst den unteren Rücken bitte lang und Kreuzhohl. Jawohl. Wunderbar. Und jetzt drückt eure Knie auseinander. Drückt die Knie zur Wand hinter euch. Genau. Wunderbar. Ein bisschen Bauchspannung halten, sodass man nicht so nach vorne hineinsinken in dieses Kreuzhohl. Unterer Rücken bleibt lang, posteriorer Tilt des Beckens, das Kreuzbein fließt nach unten und wir sitzen noch ein bisschen tiefer. Beugt die Knie mehr. Und mit mehr meine ich mehr. Tiefer. Okay, Evelyn, du kannst bleiben, alle anderen tiefer. Tiefer, Andrea. Dahin, sehr gut. Da, wo es ein bisschen unangenehm wird, da, wo die Stimme drinnen sagt, das ist doof, lass uns das nicht machen. Yes. Okay, wir bleiben hier, atmen. Genau. Auch wenn die Situation unangenehm ist, es geht vorbei, ganz versprochen. Alright, dann die Hände aufs Becken. Beziehungsweise ihr könnt die Hände auch zum Boden nehmen. Wir gehen in den seitlichen Ausfallschritt, das könnt ihr jetzt auch schon. Das heißt, ihr verlagert das Gewicht nach links. Ihr könnt die Hände zum Boden nehmen und ihr könnt gerne die Fußspitze lösen oder am Boden lassen. Entscheidet selbst, was für euch gut funktioniert. Und ich hätte gern, dass es so tief es irgendwie geht, hinuntergeht. Wenn es notwendig ist, dann löst auch die Ferse. Das ist okay. Es muss jetzt nicht so ausschauen wie bei mir. Es könnte auch diese Variante sein. Jawohl, runter zum Boden. Jawohl. Dann lasst uns die Seite wechseln. Ihr könnt mit den Händen mitwandern. Und auch hier gilt wieder, Ferse heben, wo es notwendig ist. Ihr geht zu tief runter. Und glaubt mir, ihr werdet es noch brauchen. Also je mehr ihr euch jetzt mit der Situation anfreundet, desto besser wird es später. Nochmal die Seite wechseln.
Alle die, die sich noch ein bisschen mehr herausfordern wollen, nehmen die Hände weg vom Boden. Nochmal Wechsel. Jawohl. Sehr gut. Und nochmal Wechsel. Ich bin jetzt wieder am Kopfende meiner Matte und dorthin drehe ich mich jetzt auch in den Ausfallschritt. Das heißt, mein linker Fuß ist vorne und mein rechter Fuß ist hinten. Jawohl. Dann bringt das Knie zum Boden und gerne, wer möchte, unterlagert jetzt euer rechtes Knie. Wir gehen in den Twisted Monkey. Also wenn ihr schon wisst, das ist immer so ein bisschen mit dem Stützen doof, mit der Kniescheibe, gerne Decke unter das hintere Knie. Wandert mit eurem linken Fuß, das ist der vordere, zum langen Mattenrand hinaus, sodass die Hüfte noch mehr öffnet. Ihr könnt natürlich gerne auch mit eurer rechten Hand höher stützen, wenn es euch zu niedrig ist. Ansonsten gerne am Boden bleiben. Nehmt die linke Hand aufs linke Knie und dreht den Brustkorb hoch. Das ist dieser Twist im Ausfallschritt, den wir sonst oft machen mit angehobenem Knie. Hätte jetzt gern, dass das Knie am Boden ist. Und jetzt hätte ich gern, dass ihr noch tiefer in diese Bewegung hineingeht vom Becken her. Das heißt, euer vorderes Knie bitte mehr beugen, ganz genau. Und Didi, lasst das Becken noch weiter zum vorderen Mattenrand sinken. Genau. Ich hätte gern, dass ihr in eurer rechten Leiste wirklich diese Öffnung spürt, diese Extension in eurer rechten Hüfte. Wer zum Krampfen neigt, der kann hier bleiben. Ja? Alle anderen, das würde ich euch auch sehr empfehlen, löst euren hinteren Fuß, fasst diesen Fuß, wir gehen in diesen Twisted Monkey. Wenn ihr zum Fuß fassen, euren Po nach hinten schieben müsst, dann tut es. Aber sobald ihr euren Fuß habt, ist es nicht dieses maximale Heranziehen zum Po, sondern das Becken nach vorne gleiten lassen. Jawohl, Brustkorb dreht auf. Und ihr lasst euer vorderes Knie etwas nach außen sinken. Mhm. Andrea setzt den Fuß viel weiter zum langen Mattenrand. Das ist der kurze Mattenrand. Ich hätte gern den langen Mattenrand. Sehr gut. Und jetzt schaut der Fuß nach innen. Ich hätte gern, dass der ein bisschen nach außen schaut. Und das Knie nach außen. Yes, sehr gut. Wunderbar. Okay. Wie schaut es aus mit dem Universum? Alles gut? Okay. Langsam diesen hinteren Fuß lösen, zurück zum Boden bringen und ihr streckt jetzt euer vorderes Bein. Wir gehen in einen Runner Stretch oder Ardha Hanumanasana oder Ardha Parshvottanasana, je nachdem, aus welcher Tradition man kommt. Und gerne lasst euren vorderen Fuß ein bisschen nach vorne gleiten oder so ein bisschen nach vorne wandern. Wieder gerne Blöcke nehmen. Und hier ist nicht das Ziel, dass eure Nasenspitze zur Kniescheibe kommt, sondern ihr hättet hier gern einen anterioren Tilt des Beckens. Das heißt, ihr stellt euch vor, ihr macht Kreuz hohl. Ja? Genau. Und achtet darauf, dass euer vorderes Knie, wir bleiben jetzt mal in der Position, die gar nicht in den Wechsel gehen, in den dynamischen, sondern nach hinten zurück. Aha. Genau. Ja, genau, nach hinten zurück, sodass das vordere Bein, genau, da hält jetzt gern Hamstring Stretch. Jawohl. Okay, und ihr stellt euch vor, jetzt zieht euer Brustbein zu eurem Knie. Ja, genau, gar nicht so sehr die Nasenspitze, sondern das Brustbein. Ihr werdet es nicht glauben, atmet hier. Jawohl. Schafft Raum mit dem Atem. Wunderbar. Und während wir hier noch sind, sage ich euch schon, was als nächstes kommt, sodass ihr eure Wahl schon treffen könnt. Wir werden in den Seitstütz gehen. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben einmal Wild Thing gemacht. Das ist so eine Variante vom Seitstütz mit einer Rückbeuge. Wer sich darüber aussieht, kann es gerne machen. Alle anderen gehen ganz klassisch in den Seitstütz. Bringt wieder Gewicht auf euren vorderen Fuß. Nehmt die Blöcke beiseite, setzt die Hände zum Boden und nehmt diesen linken Fuß nach hinten zurück ins Brett. Und wir drehen jetzt auf die linke Seite, das heißt, ihr kippt eure Füße nach links,
sodass ihr im Seitstütz links seid. Du könntest ja das andere links nehmen, Andrea. Genau. Okay, Arme nach oben. Ihr könnt hier bleiben. Wer in Wildfin gehen möchte, setzt den rechten Fuß hinter den Körper, nimmt die rechte Hand hinter den Kopf und drückt den Hinterkopf in diese Hand und hebt das Brustbein hoch Richtung Decke. Und auch hier wieder, wenn es eng ist, atmen. Sucht euer Universum. Dann Hand zurück zum Boden. Nach hinten zurückschieben. Wunderbar. Knie beugen. Blick nach vorne nehmen. In kleinen Schritten nach vorne laufen. Zu den Händen. Uttanasana. Einatmen. Adho Uttanasana. Ausatmen. Volles Uttanasana. Einatmen. Schiebt in die Füße. Richtet euch auf. Aus, Hände fürs Herz, Namaskar. Zweite Seite. Gewicht aufs rechte Bein verlagern, linkes Bein. Kleiner Schritt nach hinten zurück. Und wirklich macht diese stabilen Beine. Stellt euch vor, ihr würdet den Boden unter euch wegschieben, Wurzeln schlagen und schiebt eure Kopfkrone nach oben. Einatmen, zieht die Arme über die Seiten hoch, verlängert diese Seiten, regelt sie hoch, schließt die Hände, bringt die Handgelenke hinter den Kopf. Nächsten Einatmen, zieht wieder die Füße und die Beininnenseiten zueinander. Spürt diese Stabilität, die Kraft, die Ausrichtung der unteren Extremität, haltet die. Wenn ihr jetzt ausatmet, zusätzlich noch die Wirbelsäule verlängert, den Kopf nach hinten zurückbringt, für diese kleine Rückbeuge im Stehen. Der Blick geht nach oben. Das ist wie beim Autofahren, ihr wisst es, da wo ihr hinschaut, da bewegt der Körper. Wenn ihr nach unten schaut, wird euer Körper nicht in eine Extension gehen. Das ist ein widersprüchliches Kommando. Also, Blick nach oben oder wenigstens nach vorne, nicht nach unten. Okay, dann löst die Hände, verlagert das Gewicht ganz deutlich auf euer rechtes Bein, hebt das linke Bein hoch, so hoch es für euch jetzt halt geht. Das kann ganz ein klassisches Vira 3 sein, das kann auch nur ein angedeutetes Vira 3 sein. Aber was nicht angedeutet ist, ist das Verlängern der Wirbelsäule. Schiebt die linke Ferse zum Fußende der Matte, verlängert die Kopfkrone nach vorne. Zieht euren ganzen Körper auseinander, so als würdet ihr die Haut spannen wollen. Beugt euer linkes Knie und setzt jetzt in einem, ihr wisst, sehr großzügigen Schritt den Fuß hinten ab. Einatmend, hebt die Arme hoch für Vira 1. Ausatmend, öffnet zur Seite für Vira 2. Und auch hier findet dieses Mittelmaß zwischen Anterior und Posterior Tilt und legt besonderen Fokus auf das Öffnen in eurem rechten Hüftgelenk, sodass das Knie Richtung Kleinzehe zieht. Dann hinterer Arm gleitet nach unten, vorderer Arm gleitet nach oben. Und wieder als wäre die Hand im Raum befestigt, bleibt hier, aber beugt euer vorderes Knie mehr, sodass das Becken im Raum tiefer sinkt. Und mit tiefer meine ich auch wirklich tiefer. In jenem Bereich, wo es nicht mehr ganz so gemütlich ist, wo es ein bisschen schwieriger wird, wo es ein bisschen anspruchsvoller wird, herausfordernd. Da, wo das Potenzial vergraben ist. Das liegt nicht vor den Füßen. Okay, gut. Dann wieder zurück über Vira 2. Und jetzt drehe ich euch den Rücken zu. Ist ein bisschen doof, aber es ist so. Ihr kommt zurück in diese weite Grätsche mit den Fußspitzen leicht ausgedreht. Und ihr achtet darauf, dass ihr die Knie nach außen drückt. Das, was ihr hier dann spürt, das sollten die Außenrotatoren der Hüftgelenke sein. Das heißt so an den Seiten der Hüften, im Po-Bereich. Und dann holen wir noch die Adduktoren etwas mehr ins Boot. Das heißt, ihr beugt die Knie noch mehr. Ihr sitzt tiefer. Genau. Und dann aufpassen, nicht in dieses Kreuz hohl ausweichen, keinen Entenpopo machen. Das Kreuzbein ist wie ein Anker, der nach unten euch in den Boden verankert. Atmen.
das Brennen hinnehmen, nicht ignorieren, aber ohne Wartung hinnehmen. Und wir gehen wieder ins Kandasana, das ist dieser seitliche Ausfallschritt. Das heißt, ihr verlagert das Gewicht auf eine Seite. Ihr entscheidet selbst, löst ihr die Ferse oder lasst ihr die Ferse am Boden, löst ihr die Fußspitze vom anderen Bein. Wie tief ihr hinuntergeht, ist eure Entscheidung. Und dann wechselt. Und erinnert euch bei diesem Wechsel, es ist ein Ziehen und ein Schieben. Ihr schiebt euch von diesem stark gebeugten Bein weg und zieht euch mit dem zweiten Fuß auf die andere Seite hinüber. Das verhindert, dass man passiv in den Gelenken hängt, dass man passiv in den Sehnen hängt, im eigenen Rhythmus. Wenn ihr dann wieder bei eurem Kopfende seid, dann dreht bitte zum Kopfende, sodass man dann wieder im Ausfallschritt. Dieter, das war schön zu mir her. Yes. Du hast zwar einen sehr schönen Rücken. Okay, dann wieder das Knie zum Boden. Wunderbar. Und ihr wisst, was kommt. Twisted Monkey. Das heißt, ihr wandert mit eurem rechten Fuß wieder zum langen Mattenrand. Dreht diesen Fuß leicht aus, weil wir gehen hier in einen Hüftöffner. Dieses Knie soll rausgehen, weg von eurem Oberkörper. Ihr stützt wieder so hoch, wie es sein darf. Dreht den Brustkorb hoch und eure Haltung kann hier zu Ende sein, wenn es denn gar nicht anders geht. Ansonsten wäre es ja glücklich, wenn ihr euer hinteres Bein beugen könntet, euch den Fuß schnappt und in den Quadrizeps-Stretch geht. Genau, sobald ihr euren Fuß, wie auch immer, gefangen habt, lasst dieses Becken nach vorne sinken. Wirklich so richtig, ich möchte jetzt nicht sagen hineinhängen, aber hineingleiten in diese linke Oberschenkelvorderseite. Dreht den Brustkorb hoch. Jawohl. Wir haben ja alle lang genug, also Arme, die lang genug sind, das ist nur grammatikalisch auf den Punkt bringen. Das heißt, lieber streckt diesen Arm ganz, anstatt dass ihr irgendwie versucht, die Ferse zum Po herzuziehen und drückt sogar euren Fußrücken so ein bisschen in eure Hand hinein. Das hilft auch mit der Rotation in der BBS. Aber, okay, dann wieder kontrolliert zum Boden zurück. Wir wechseln in den Runner Stretch. Ardha Hanumanasana. Gerne wieder mit dem Fuß ein bisschen vorwandern, wenn euch der Abstand nicht behagt. Stützt hoch genug, sodass ihr gefühlt Kreuz hohl machen könnt, also die Sitzbeinhöcker zum Fußende eurer Matte schiebt. Und dann euer Brustbein wie magnetisch zu eurem Knie schickt. Jawohl. Und jetzt solltet ihr den Zug schön an der rechten Oberschenkelrückseite spüren. Das Knie nicht ganz durchschlagen lassen, das habt ihr eh nicht, das ist super. Okay. Wir haben immer noch nicht die Peak-Pose erreicht für den Fall des Jahrhunderts. Aber wir sind schon ganz knapp davon. Alright, dann letzte Haltung für unsere Peak-Pose. Das ist dieser Seitstütz oder wer eben gern möchte, in dieses Wild Thing hinein. Wieder das Gewicht nach vorne bringen, Hände zum Boden, nach hinten in die Plank. Und erstmal bringen wir die Fersen zur rechten Seite, also so, dass ihr im Seitstütz rechts seid. Und ihr könnt natürlich auch gerne den vorderen Fuß vor euch stützen, Hand nach oben. Wer in Wild Thing gehen möchte, linker Fuß hinter den Körper, linke Hand hinter den Hinterkopf, Brustbein anheben, Körper öffnen, nach oben hin, Herzraum weiten. Okay, dann zurück zum Boden, Knie zum Boden, nach hinten setzen in die Rasana, kein Balasana. Aufmerksamkeit bleibt oben. Genau, sehr gut. Wer was trinken möchte, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt dafür. Während ihr wieder zu Atem kommt und euch zum 100. Mal fragt, warum tun wir das an? Wir brauchen den Gurt,
mit dem Loop, also mit dieser Schlaufe. Und nehmt die Schlaufe um einiges weiter, als ihr glaubt, ihr braucht. Ich kann euch nicht genau sagen, wie lang. Das ist von Körper zu Körper unterschiedlich. Ich nehme mal meinen Loop so ungefähr armlang. Einfach, dass ihr mal so eine Vorstellung habt. Okay, in der Dienstagsabendstunde war Chaos, wie wir da reingegangen sind. Darum zeige ich es euch das erste Mal. Und ihr schaut nur zu. Was wir machen, ist Kapotasana, die Taube. Da gehe ich jetzt relativ unspektakulär rein. Und ich hole mir einen Block, weil ich meine beiden Hände brauche. Das heißt, was wir dann machen, darum haben wir auch Twisted Monkey gemacht. Das ist jetzt die Stellungsähnlichkeit. Ihr müsst irgendwie euren Fuß da hinten einfädeln. Und dann habe ich das zweite Ende von meinem Loop in meiner Hand. Und das ist ein bisschen so, als würde ich ein Tablett tragen. Ja? Und ich habe den Ellbogen nicht irgendwo, sondern der Ellbogen ist nahe an meinem Körper. Und ich habe da mindestens 10 Maß Bier drauf. Das heißt, ihr bleibt nah am Körper. Ja? Okay, dann wäre das jetzt mein Loop. Das kann auch ruhig gekreuzt sein. Und jetzt gut zuschauen. Wir bringen diesen Ellbogen nach oben. Und das ist dann unsere Endposition. Was ich nicht möchte, ist, dass ihr irgendwie da herummuchsen anfangt. Das ist für die Schulter nicht günstig. Das heißt, ihr haltet den Ellbogen nahe und diese Ellbogenspitze wandert nach vorne neben euren Körper. Genau, das ist es. Und auf den gleichen Weg wieder zurück. Sensationell. Gut. Frage, wie kommen wir in Kapotasana, in die Taube? Aus dem Vierfüßler, linkes Knie zum linken Handgelenk, Unterschenkel diagonal. Jawohl, gut. Dann, wer natürlich gut in Kapotasana sitzen kann, ja, ohne dass ihr da seitlich auf dem Po sitzt, ja, braucht keinen Block zu nehmen. Ich nehme, ja, eure Entscheidung, Yogi's Choice. Okay, und dann erinnert euch, euer Becken sollte möglichst nach vorne schauen. Genau. Wenn euch ein Block zu wenig ist, nehmt zwei, nehmt einen Hochkant, wie auch immer. Jetzt kommt diese Geschichte. Ja, genau, schaut besser aus. Mit dem Gurt. Ja, genau. Und jetzt ist so, oh, wie komme ich jetzt da zurück? Ja, werdet erfinderisch. Zu Hause ist eh praktisch, gell? Da ist man so unbeobachtet. Genau, irgendwie müsst ihr in diesen Gurt in diesen. Yes. Okay, gut. Und ich hätte gern, dass ihr den Gurt möglichst am Vorfuß habt, das ist eh klar, gell? Weil sonst wird das nichts mit dem Hochnehmen. Okay, bleib, ich komme. So, na komm her, du störrischer Fuß, du. Genau. Okay, I'm back. So, wir haben da einen störrischen Fuß gehabt. Hoppala. Jetzt. Okay, gut. Und ihr habt den Ellbogen neben euren Körper. Ganz genau. Und dann, jetzt bin ich in so einer hässlichen Position. So. Und jetzt Ellbogenspitze wandert nach oben, sodass euer Oberarm dann nahe bei eurem Ohr ist. Und das ist es dann auch schon. Es ist so ein bisschen wie ein Gomukhasana-Arm. Ja, genau. Okay. Und jetzt ist es kein drin hängen. Nona, wissen wir eh. Fußrücken in diesen Gurt hineindrücken. Die Hand hält ein bisschen dagegen. Die Ellbogenspitze geht nach oben. Das, was ich gern hätte, ist das, was wir vorhin die ganze Zeit gemacht haben. Das ist Brustbein nach oben. Die zweite Hand könnt ihr gerne zum Stützen nach wie vor verwenden. Ich hätte gern, dass wir wie einen Bogen haben, vom linken Ellbogen über den Oberarm, über den Körper hinunter, über die Öffnung der Hüfte, über die Beugung vom Knie. Andrea, dein Knie fährt ziemlich aus der Linie. Du bist eigentlich schon neben der Matte. Schau, dass du wieder mit dem Knie auf die Matte kommst. Genau. Jawohl. Okay. Geht ich so gescheit, bin selber so. Okay, genau. Ja, also das ist die klassische Ausweichmethode, ist, dass das Knie da rausgeht, aber dann mache ich in der LWS diese Seitneige. Okay.
und auflösen. Und ihr werdet sehen, auf der zweiten Seite, das war am Dienstag auch so, flutscht's. Wichtig ist, dass ihr in eine ordentliche Taube hineingeht. Das war jetzt natürlich mit diesem Kuddelmuddel hier ein bisschen unsauber, aber jetzt bei der zweiten Seite bemühen wir uns umso mehr. Und da können Sie auch schon genau, sehr schlau, den Gurt schon einmal positionieren. Weil man kann ja auch einen Hund mit einem Gurt um ein Sprunggelenk machen oder um den Fuß. Okay, ist eine gute Gelegenheit, auch nochmal richtig schön Länge zu finden. Und dann rechtes Bein nach vorne. Und dann wirklich achtet auf eure Ausrichtung in Kapotasana. Also wir erinnern uns nochmal, ihr schaut, dass euer langes Bein, also das hintere Bein, parallel zum langen Mattenrand ist. Dass euer Knie nicht nach außen abbüchst und dass euer Becken möglichst frontal ausgerichtet ist. Aha, okay, das ist jetzt immer noch sehr diagonal. Jawohl, hätte ich gern mehr parallel. Jawohl, wunderbar. Gut, dann schnappt euch euren Gurt. Ellbogen ist zuerst noch neben dem Körper. Und dann Ellbogenspitze über vorne nach oben in diese Position. Und sobald man mal alles gerichtet hat, dann versteht man die Haltung besser. Na. Ihr bleibt. Aha, da schaut es gut aus. Ja, das ist auch der Sinn. Dreht ihn nach vorne. Aha, das ist eine ordentliche Taube. Ja, ganz genau. Aha. Dann Gomukhasana-Arm auf der linken Seite. Nein, Gomukhasana-Arm. So. Okay, und jetzt drückst du da. Es ist kein lasches Herumhängen. Da. Jawohl. Ich bin ein bisschen streng heute. Also nicht nur heute, das wisst ihr eh. Lass mal ein bisschen nach, Evelyn, wird dann dein Knie verändern, wenn es geht? Ja, genau, sehr gut. Und dann würde ich gerne die Blöcke mehr unter deine rechte Pobacke bringen. Geht das? Tschakka, tschakka, tschakka. Ja? Wie ist das? Geht? Ja? Super. Ja, du hast jetzt angefreundet mit der Haltung, Kitty, gell? Ja, es braucht ein bisschen. Okay, langsam raus. Okay. Gut. Hund. Herabschauender Hund. Okay. Gut. Jawohl. Und das meine ich, wenn ich gesagt habe, ihr könnt im Hund bleiben oder auch in den Fersensitz kommen. Bei meiner Intention zu Beginn der Stunde. Wie gehen wir denn um mit Situationen, wo es eng, wo es konfus wird, wo es chaotisch wird? Können wir zurückgreifen auf das, was wir schon erfahren haben, was wir schon geübt haben? Und können wir ins Vertrauen gehen, dass das schon wird, gell? Und dass kein Meister vom Himmel gefallen ist? Und das, was immer wieder interessant ist, ist das Experimentieren. Okay, das ist es nicht, dann hilft es nicht, das noch 100-mal zu machen, sondern muss man was anderes einfallen lassen, ne? Andere Strategie. Okay, dann setze ich das Knie dorthin und versuche mal einen Arm so oder so oder so. Ne? Oder sagt mein Geist gleich, so was hast, das kann ich eh nicht. Das ist das, was diese Stimme im Hintergrund dann oft immer sagt, na so, Blödsinn und ich bin viel zu alt für das und überhaupt, was soll denn das? Ja? Und das ist die innere Haltung im Yoga. Wie begegne ich dieser Situation? Ja, spannend. Gut, Fenster zu. Und jetzt geben wir dem Nervensystem und dem Körper wieder ganz was Vertrautes. Das heißt, ihr kommt in einen gekreuzten Sitz oder ihr könnt auch in Virasana gehen, was ihr möchtet, was euch jetzt angenehmer ist. Wir machen einen ganz sanften Twist als Ausgleich. Also findet eure Variante. Wenn ihr in den gekreuzten Sitz geht, dann bitte denkt dran, bei der zweiten Seite dann die Seite des Unterschenkels zu ändern. Ansonsten in Virasana. Stay as you are. Gut. Einatmen. Arme weit nach oben. Ausatmen. Zur Seite drehen. Und
Man merkt richtig, wie der Körper nach innen entspannt und sagt, oh, Gott sei Dank, etwas, was ich kenne. Und das ist okay. Mit jedem Einatmen Länge in die Wirbelsäule. Mit jedem Ausatmen wieder etwas mehr Raum erforschen. Sei es durch die Bewegung, die mechanische Bewegung der Rotation, oder sei es über den Atem. Zurück in die Mitte kommen. Wer gekreuzte Beine hat, bitte die Beine wechseln. Und wieder ein in die Länge gehen und aus in die Drehung gehen. Und dann wieder zurück in die Mitte. Und zum Schluss möchte ich gerne eine Vorbeuge machen. Und da könnt ihr auch selber entscheiden. Macht ihr in dieser Position eine Vorbeuge? Geht ihr im Baddha-Konasana und macht eine Vorbeuge? Oder geht ihr in Dandasana und macht eine Vorbeuge? Spürt mal rein in euren Körper. Nicht intellektuell nachdenken, sondern was hätte der Körper jetzt gern? Hätte er lange Beine oder hätte er gern kurze Beine? Und dann in diese Vorbeuge reingehen, damit das, was jetzt hinten so in diese Öffnung gegangen ist, einmal in die andere Richtung entspannen kann. Also your choice. Dieses Rickeln, das ist sowas Genüssliches. Und dann findet eure Vorbeuge. Die darf jetzt ausschauen, so wie ihr das gerne hättet, solange es eine Vorbeuge ist. Das heißt, ihr hättet dann diese Beugung in den Hüftgelenken. Und nur so viel Flexion in der Wirbelsäule, wie eben sein muss. Ihr könnt gerne auch schon ein bisschen restaurativ arbeiten. Das heißt, vielleicht sogar den Kopf jetzt ein bisschen stützen. Das heißt, in die Hände. Das ist auch ganz entspannt, wenn man so die Ellbogen vor sich aufstützt und den Kopf stützt oder auch Blöcke nimmt. Und immer diese Stirn oder der Kopf im Allgemeinen diesen Halt erfährt über die Hände oder über den Block, bringt es die Gedanken zur Ruhe. Auch diese Aufregung, diese innere Stimme, die vielleicht immer noch so ein bisschen am Quatschen ist. Wie gesagt, naja, sowas gibt es ja nicht. Die anderen haben das können und die kann es nicht. Muss die mehr anstrengen, dann wird es schon. Immer leise werden lassen. Und Dankbarkeit dafür, was möglich war. Und in der Vorfreude darauf, dass es noch Potenzial gibt, dieses Potenzial auszuschöpfen. Raum für Entfaltung und Entwicklung. Und Dankbarkeit für diesen Körper, so unglaubliche Sachen vollbringen kann. Aus dieser Position löst langsam auf, findet euren Weg in Shavasana. Ja, schon. Ich gebe heute ein bisschen ein längeres Shavasana, weil ihr auch so geplagt habt. Wer das Gefühl hat, er braucht noch ein bisschen was, ne? Es ist noch zu viel Aufregung im Körper, könnte noch kurz in einen liegenden Twist gehen oder vielleicht auch noch die Knie ein bisschen schaukeln, ein bisschen hineinhören, so dass ihr in Kommunikation tretet, immer wieder mit eurem Körper. Mit eurem Körper, mit eurem Herzen, mit eurem Verstand. Das ist, was in vielen Yoga-Traditionen heißt. Yoga ist die Begegnung mit dem Selbst. Mit großem S. Die Begegnung mit dem Selbst. Das ist nach innen schauen.
hineinhören, hineinspüren. In der Rückenlage, ganz genüsslich. Augen schließen, den Blick weich werden lassen. So, als könnte man innerlich nochmal die Augen schließen und nochmal, bis sie so ganz zur Ruhe kommen. Ganz bewusst auch den Kontakt des Körpers mit der Unterlage wahrnehmen. Voller Vertrauen den Körper in den Boden hineinsinken lassen. In der Vorstellung, was könntet ihr die Kontaktflächen weicher werden lassen? Das Hineinsinken, das Loslassen. Voller Dankbarkeit jetzt für diese Praxis. Voller Dankbarkeit für diesen vitalen Körper, der so anpassungsfähig ist. Und dann wieder, so wie vorhin, das mehrere Schließen der Augen, lass den Körper wieder sinken. Lass die Anspannung los, lass die Spannung ziehen. Entspannt die Körpervorderseite. So würde sich eine ganz leichte, wunderbar weiche Decke über einen sinken. Ganz behaglich, schützend. Entspannt die Gesichtszüge. Entspannt euch nach innen zurück. Lasst euch in euch hineinsinken. Entspannt die Stirn. Entspannt das Gehirn weg von der Stirn und lasst das Gehirn tiefer hineinsinken in den Schädel. Lehnt euch innerlich zurück und beobachtet lediglich, was ist.
Schön langsam, ohne Hast, beginnt die Finger und die Handgelenke, die Zehen und die Sprunggelenke zu bewegen. Hier haben wir ganz besonders viele Mechanorezeptoren, darum ist es gut, hier zu starten. Und dann gerne strecken und regeln oder die Beine beugen, anziehen, hin und her schaukeln, mal reinspielen. Was hätte der Körper denn gerne? Auf eine Seite eurer Wahl drehen, das ist auch wieder dieses Hineinhören, nicht hineindenken. Und wenn ihr soweit seid, dann aufrichten zum Sitzen. In der Yoga-Philosophie gibt es dieses schöne Wort Adhikara, das heißt Schüler sein. Immer wieder aufs Neue finden wir uns in Situationen auf der Matte, wie auch im Leben, die ganz neu sind. Und sie immer wieder auf das einzulassen. Und egal, wie lange man Yoga praktiziert, es gibt immer wieder Situationen, die einen quasi das erste Mal treffen. Und dort liegen die Gold Nuggets vergraben. Da ist dann das Potenzial für Wachstum, zu sehen, wie gehe ich heran an diese Situation. Das nächste Mal wieder, das nächste Mal wieder, das nächste Mal wieder und wieder und wieder. Schließt die Hände vom Herzen. Ich hoffe, auch für uns gibt es ein Wieder. Schließt die Augen, bringt den Kopf in eine kleine Verneigung mit einem freundlichen, und dankbaren und gütigen Lächeln auf euch selbst. Einatmen, hebt den Kopf, öffnet die Augen. Vielen Dank für eure Praxis. Namaste. Oh, ja.